Wir begrüßen Sie wieder herzlich zu einer neuen Ausgabe unserer Schmökerkiste. Die ist unerschöpflich und manchmal kommt man auf die Themen gar nicht durch das Kramen in alten Büchern, sondern durch die absolute Gegenwart. Meine Gattin musste mit dem Auto an der Ampel anhalten. Dort, wo, soll man ja machen, dort, wo so Magdeburg in Diesdorf übergeht oder umgekehrt, das weiß ich nun auch nicht genau. Und da hat sie gesehen, es steht dran Zerrennerstraße. Und da sie es selbst nicht wusste und vielleicht auch ahnte, dass ich es auch nicht wusste, hatte ich aber meinen Glückstag und konnte ihr sagen, wer Zerrenner ist. Allerdings nicht mit dem Vornamen. Den habe ich jetzt für Sie. Karl Christoph Gottlieb Zerrenner. Und da habe ich natürlich gedacht, weil der so eine Straße bekommen hat in Diesdorf, dann stammt er auch daher. Aber man soll eben nicht so viel grübeln, wie das alles zusammenhängt, sondern er ist aus Beyendorf. Aber ich glaube, inzwischen ist das auch schon eingemeindet. Und hier spricht der Fachmann für Beyendorfer Eingemeindungen, wenn man so war. Ich freue mich mal wieder, dass heute Thomas Kästner mit mir erzählt und plaudert. Und wir wollen Ihnen also Zerrenner nahebringen, den, glaube ich, kaum noch jemand kennt, auch in Hohendodeleben, wo Thomas Kästner als Lehrer gewirkt hat. Da wird wohl Zerrenner auch keinen gekannt haben. Kann mich nicht erinnern. Nein, das ging mir ja genauso. Ja. Aber dann kann ich dir sagen, also 1780 ist er aus Beyendorf zur Welt gekommen und der hat studiert, sein Vater auch nebenbei, dann blieb ja nichts weiter übrig, also dann musste es schon ganz dumm sein, wenn das nun gar nicht klappte. Und Theologie, und dann ist er in Magdeburg Lehrer geworden. Und jetzt zähle ich aber das nicht auf. Er ist ein sehr verdienstvoller Mann. Er hat das Magdeburger Schulwesen, kann man sagen, reformiert. Er hat ein Lehrerseminar hier aufgebaut. Es war ja die Zeit, wo Pestalozzi und noch einige andere, auf die wir vielleicht zu sprechen kommen, wirkten. Und er ist Ehrenbürger von Magdeburg. Und deswegen haben sie sicher gesagt, diese Ecke da kurz vor Diesdorf kriegt er noch eine Straße benannt und dann ist es in Ordnung. Und in Halle und in Leipzig ist er auch noch, sagen wir mal, Ehrendoktor geworden für seine vielen Bemühungen um die schulische Leistung der Landbevölkerung. Ja? Aber du als wirkungsvoller Mann in Hohendodeleben kannst dich ja noch an diese Zeit erinnern. Also nun nicht von Zerrenner, aber die auch so ein bisschen altpreußisch funktionierte. Ja, das kann man wohl sagen. Aber ich muss vielleicht vorher einflechten, dass Hohendodeleben zwar nicht auf Zerrenner zurückgreifen kann, aber Hohendodeleben hat auch einen berühmten Sohn, nämlich Jawohl. Den Friedrich von Mattison, der Jawohl. In Hohendodeleben geboren ist und zwar an einem 23.01., das ist für mich ein ganz nicht. Wichtiger Tag, an dem bin ich nämlich auch geboren, aber ganz so alt bin ich noch nicht. Das ist doch gut, dass ich hier heute sitze, dass ich wenigstens aber, da mal das erfahre. Ja, siehst du. Und das wird immer, also das Geburtshaus steht noch und wird auch mit Geheizt. Einer Gedenktafel gepflegt und so weiter. Ja. Ja, wie schon erwähnt, wie du erwähnt hast, war ich lange Zeit in Hohendodeleben Lehrer, 35 Jahre. Da kennt mich jeder, der ein bisschen älter ist. Und Hohendodeleben war auch immer ein Punkt, auch in jüngerer Vergangenheit, wo sich die Elite fand, und zwar immer zu dieser Zeit hier. Das fällt mir da bei dieser Gelegenheit ein. Und zwar fand in der Börde
und dass wirklich in der nächsten Nähe die Staatsjagd statt. Müssen wir aber noch sagen, dass nicht Kaiser Wilhelm kam, nein, sondern ja, das hätte die Elite der DDR. Genau. Und diese, also Kaiser Wilhelm, den hätte ich nun auch noch nicht mehr erlebt. Ja, es ist zwar immer in diesen Zeiten, man sollte jede Minute der Arbeitszeit ausnutzen, aber zu diesen Tagen kamen die Einwohner der Börde und auch wir Magdeburger nach Hohentodelheim nicht weder raus noch rein. Und ich kann mich erinnern an einen Tag im November in den 80er Jahren, als ich mit dem Trabant damals Richtung Schule fuhr und kurz hinter der Dache dort mit einmal ein schwarz-weißer Stab sichtbar wurde, war ja noch dunkel. Ich kurbelte das Fenster runter und da guckte einer rein. Deutsche Volkspolizei, wo wollen Sie hin? Oh, dachte ich, da hat man die Polizei aus der ganzen DDR herangeholt. Und ich kam nicht umhin, dann zu antworten, na, zur Schule, da kommen Sie jetzt nicht hin. Ich sage, warum nicht? Nur, wissen Sie nicht, dass hier Staatsjagd ist? Tja, an dem Tag kamen weder meine Kollegen aus Magdeburg noch ich zur Schule. Die Bürgerbewohner kamen nicht raus. Ja, und das ganze Gebiet war dann bis zum Nachmittag abgesperrt, damit da keine Unschuldigen erschossen werden. Und diese Zeit in Hohentodelheim war gespickt mit entsprechenden Anekdötchen, Geschichten und Erlebnissen. Da könnte man auch vielleicht mal schriftstellerisch tätig werden. Da kommen wir noch mal drauf. Ja, zurück. So viel jetzt vielleicht mal zum Anfang. Ja, da sehen Sie, welche Probleme ein Lehrer immer hatte. Ganz gleich in welchem Jahrhundert. Und der gute Zerrenner, Karl Zerrenner, hat auch ein Buch geschrieben. Und das ist wirklich weit verbreiteter gewesen als Goethes Werke. Der neue deutsche Kinderfreund, ein Lesebuch für Volksschule. Und dann steht unter Zerrenner, was der alles für Orden hat und alles so. Und das ist die 22. vermehrte und verbesserte Auflage und kostete in dieser Form nicht, sondern da war sie etwas teurer, aber ansonsten uneingebunden 7 Silbergroschen. Ja, aber dafür ist ja auch hier alles drin. Die Schüler hatten nicht die Sorgen, mit einem riesen Rucksack da schon zur ersten Klasse anzureisen, sondern das war alles. Also wenn sie das hier einigermaßen durchhielten, war es klar. Aber ich muss Ihnen sagen, so sah das nicht aus. Sondern ich habe das mal auf dem Flohmarkt, aber wirklich unter Altpapier entdeckt. Und habe noch gesagt, kann ich das haben? Ja, nehmen Sie es mit. Ich sage, was kostet denn das? Kann man nicht für nehmen. So ungefähr. Ja, dann habe ich 2 Mark, glaube ich, gegeben. Es ist in Wirklichkeit viel teurer. Denn wer hätte denn Interesse daran, solche alte Fibel und Lesebuch und alles in einem zu lesen, nebenbei auch das 1x1 drin und was weiß ich, was der Mensch braucht. Und wir wollen Ihnen heute mal sagen, so um 1840, der neue deutsche Kinderfreund, was hat der eigentlich geboten? Und wir machen es uns einfach, wir lesen Ihnen einfach mal so Geschichten vor, die wir aber nicht bearbeitet haben. Das Einzige, was wir manchmal gemacht haben oder machen mussten, ist, dass jedes Mal nach der Geschichte erst noch eine Art Andacht kommt. Wer hat das nun schon in der Bibel gesagt und was weiß ich? Und ich glaube, du fängst an. Ja, gut, fange ich an. Ja, ich habe hier Rudolfine oder man muss sich nicht verzärteln. Rudolfine wurde ein so verwöhntes Mädchen, dass sie von jeder kleinen Änderung des Wetters krank wurde. Jede raue Luft, in welche sie gegangen war, brachte ihr Zahnweh oder Schnupfen und Fieber. Am schönsten und wärmsten Abend getrauete sie sich kaum, einen Augenblick in freier Luft zu sein. Wie bedauerte sie es, dass sie verständiger geworden war, dass sie sich so verwöhnt hatte.
Ich bin ein elendes Geschöpf, sagte sie. Ich muss doch in der Luft und im Wetter leben und ich habe mich nicht gewöhnt, Luft und Witterung zu ertragen. Wie oft muss ich in der Stube bleiben, wenn andere draußen fröhlich sind? Rudolfine bedauerte es sehr, als sie verständiger geworden war, dass sie sich nicht mehr abgehärtet hatte. Allein leider war das nun zu spät. Das ist wirklich ein Schicksal, wie man es in der Schule unbedingt als Warnungstafel vorgestellt werden kann. Aber was sind das überhaupt für Kinder? Das hat er auch sehr gut beschrieben. Wenn Franz und Christian aus der Schule kamen, so sah man sie nie still und ordentlich nach Hause gehen, sondern immer stürzten sie mit lautem Geschrei aus dem Schulhaus heraus, wenn sie merkten, dass der Lehrer ihnen nicht nachsah. Kaum waren sie auf die Straße gekommen, so jagten sie sich wild herum und warfen einander mit Erdklößen oder wohl gar mit Steinen. Hat es geregnet, so gingen sie nicht, wo es trocken war, sondern sie wateten mitten durch die Pfützen hindurch und bespritzten sich einander mit dem schmutzigen Wasser. Wenn sie ein Huhn oder eine Ente oder ein anderes Tier auf ihrem Wege antrafen, so jagten sie es vor sich her, warfen es mit Steinen und hatten eine boshafte Freude daran, das arme Tier, so viel sie konnten, zu ängstigen. Als sie sich eines Tages auch so ungezogen auf der Straße betrugen, kam ein alter Mann gegangen und verwies ihnen ihre Ungezogenheit. Ihr solltet euch schämen, sagte er, denn es schickt sich nicht für Kinder, welche aus der Schule kommen, wo sie so viel Gutes gehört haben, wild und ungezogen zu sein. Die bösen Knaben hörten kaum auf das, was der alte Mann sagte, und liefen lachend und tobend fort. Hört sich gar nicht an wie 1840. Wollte ich gerade sagen, das kommt mir irgendwie bekannt vor, das wirklich war. Ja, daran siehst du mal, der Herzerrenner, der kannte die Schüler wirklich seiner Zeit und deshalb hat er ein Buch geschrieben, dass sie sich anders benehmen. Und dann hoffen wir, dass es vielleicht ein paar Jahre später gemacht haben, aber als sie dann selbst Kinder hatten, haben sie sicher getobt, weil die das genauso machten. Es ist ja auch wirklich schlimm, ich muss dir mal ehrlich sagen, wenn die so aus der Schule rauskämen und so gerade man noch die Heimkehr antreten konnte, dann war aber auch was mit der Schule nicht in Ordnung, ja? Und mit dem Lehrer sowieso. Ja. Und du hast sicher noch was aus unserer Galerie. Ja, da ist was dran, was du sagst. Aber da in der Hinsicht hat sich kaum was geändert. Was schlimm ist mit den Tieren, da muss man aufpassen. Ja, ich habe hier eine kleine Story von dem kleinen Kilian. Der kleine Kilian besuchte sehr fleißig die Schule, in der einige Lehrer waren, die den Kindern sehr viel Gutes taten. Sie zeigten ihnen, was sie tun müssten, um die Gesundheit zu erhalten und ein zufriedenes Leben zu führen. Sie lehrten ihnen die lateinische und französische Sprache, lesen, rechnen und schreiben, erzählten ihnen von fremden Ländern, von Begebenheiten voriger Zeiten, lehrten sie vielerlei Tiere, Pflanzen, Steine und Arten kennen. Das machte nun den meisten Kindern, so viel Vergnügen. Sie wurden immer verständiger und klüger und gingen immer lieber in die Schule. Kilian hatte aber seine Gedanken immer auf andere Sachen als auf den Vortrag der Lehrer gerichtet. Er brachte allerlei Spielwerk mit in die Schule und beschäftigte sich lieber damit. Ja, ich meine, das sind alles Erfahrungswerte, die bis in unsere Zeit hineinreichen. Ja, ja, da, und hier haben wir schädliche Spielerei. Friederike ist diesmal dran, hatte die Unart, oft mit Feuer zu spielen. Friederike fand in der Küche einen langen, dünnen Holzsplitter, an welchem viel Harz saß. Ei, sagte sie hüpfend, der muss prächtig brennen. Zu ihrem Unglück waren auf dem Herde nur einige glühende Kohlen, die sich nicht wieder zur hellen Flamme anblasen ließen. Friederike nahm einen Faden Schwefel,
zündete ihn bei den Kohlen an, um dann den Holzsplitter damit anzubrennen. Sie verstand nicht, mit dem Schwefel umzugehen. Aber sie wusste schon, was das war. Und verbrannte sich die Finger. In der Angst schleuderte sie den brennenden Schwefelfaden weg und hielt den schmerzenden Finger mit der anderen Hand. Auf einmal merkte sie Rauch und eine ungewöhnliche Wärme im Gesichte. Und mit Entsetzen sah sie, dass ihr Rock lichterloh brannte. Das unglückliche Kind. Erst nach 2 Tagen verlor sich bei Friederiken der heftige Schmerz. Nach 7 Wochen konnte sie wieder ausgehen. Zur Erinnerung blieben die Brandflecke über 5 Jahre an ihrem Körper sichtbar. Vielleicht fällt einem unserer Zuschauerinnen oder Zuschauer ein. Irgendwas ein da. Ja, nee, was wir hier eigentlich lesen, wie wir das machen, ist dir das auch schon aufgefallen? Mir ist das erst nach langer Zeit aufgefallen. Wir haben hier richtig die Galerie vom Struwwelpeter. Siehst du, dir ist es noch rechtzeitig an. Da war es allerdings nicht Friederike, sondern Paulinchen. Genau. War allein zu Hause. Ja, die Eltern waren beide aus und da geht das genauso los. Bloß die hat etwas mehr Pech gehabt in dem schriftstellerischen Buch. Ja, sie. Denn die ist ja verbrannt. Ein Haufen Asche nachher. Ja, ein Haufen Asche. Ich meine, es ist ein bisschen trauriger. Aber naja, also die Kinder sollen, steht drunter, nochmal nachlesen. Jesus Sirach, 7, Vers 40 und 5. Buch Mose, 32, Vers 29. Allerdings, ob die vor ihrem schönen Feuer das noch mal schaffen, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich ahnlich nur, wenn das dann nicht funktioniert, dass sie auch noch ihr schönes Gebetbuch wegschmeißen. Denn die brennen meistens auch. Ja, gut, ja. Und du hast ja, also jetzt einen. Da kann man zu weiteren Fehlverhalten. Ja, was anderes ist ja schon, nicht schon, in dem Buch drin. Ja, genau. So, jetzt hatten wir eben Wiese. Die hieß eben Friederike. Ach, Friederike. Jetzt kommt Franz. Franz kam immer mit dem Hute auf dem Kopf in die Schulstube. Obgleich der Lehrer ihm dies schon oft verwiesen hatte. Der wohlgezogene Sigmund dagegen nahm beständig seinen Hut schon vor der Tür ab, machte die Schuhe rein und trat dann mit einer freundlichen Begrüßung des Lehrers in die Schulstube. Franz hatte sehr oft seine Haare nicht ausgekämmt, wenn er des Morgens in die Schule kam. Sie hingen ihm gewöhnlich ins Gesicht und waren voll Federn. Ist es anständig, so zur Schule zu kommen? Ja. Das kannst du doch nicht sagen. Also, denkst du, wie die heute vielleicht kommen? Ja, das wollte ich gerade anmerken. Aha. Also darüber haben wir, über solche Verhaltensweisen, haben wir in den letzten Jahren eigentlich nur mit den Schultern gezuckt oder eine kleine ironische Bemerkung gemacht. Oder gleich selbst den Hut aufbehalten während des Unterrichtens. Ja. Das war kein Problem. Also nein. Aber gut Wollmützen für, auf aber so gut für Leute, die eine Glatze hatten. Ja, aber das Verrückte ist ja, dass viele Leute auch von sich aus schon die Glatze sich haben schneiden lassen oder selber geschnitten so haben. So ist es. Also auch hier hat sich die Mode sehr gewandelt. Ja. Aber ich habe eine Frau aus dem Zerrennerschen Lesebuch, eine Bauerfrau, steht da, hatte ein treffliches Ackergut und Vieh, so gut als einer im Dorfe. Und doch gönnte sie keinem Menschen etwas Gutes. Des Abends, wenn das Vieh nach Hause kam, stellte sie sich in die Haustür und ärgerte sich, wenn eine gute Kuh vorbeiging, die dem Nachbar gehörte. Wenn sie auf dem Felde guten Flachs sah, der ihr nicht zugehörte, so sprach sie, ich weiß nicht, wie es die Leute machen, ihnen gerät alles und mir gelingt nichts. Gleichwohl gewann sie dabei nichts, schadete sich vielmehr, denn weil sie sich immer ärgerte, war sie nie vergnügt und immer kränklich.
und starb in ihren besten Jahren am Gallenfieber. Als einst der Schulzen Frau von einem entfernten Verwandten 100 Taler geerbt hatte. Also da hätte der sich Neid, mancher. Der Neid. Ja, aber da hätte sich auch mancher heutzutage noch. So einen stoßen können. Ja. Ja. Aber nehmen wir eben, die Galle lief eben über, war zu viel davon da. Ja. Ja. Aber wir hatten ja natürlich auch andere Bedingungen in der Schule. Du hast mir so eine schöne Geschichte erzählt, wo die Schallplatte eine Rolle spielt. Ach so, ja, ja, ja. Das war nun wieder, also da müssen wir aber die Zeit von Zerrena verlassen. Und das war auch, ja, das muss Anfang der 80er Jahre gewesen sein. Und auch in Hohendodelheim. Und auch in Hohendodelheim, ja. Und da war der Brezhnev, der Leonid Brezhnev war gerade gestorben. Wie es nun so notwendig war, fand ein Fahnenappell statt. Die Schüler nahmen Aufstellung im Carré, die Lehrer dahinter oder daneben. Und der Musiklehrer hatte im Fenster zum Flur einen Plattenspieler aufbauen lassen und einen großen Verstärker und eine große Box. Und ein paar Schüler, die als Techniker sowieso immer fungierten, die waren nun dazu berufen, den Trauermarsch entsprechend abzuspielen. Damals hatte man auch schon Sampler, wie man heutzutage sagt, das waren noch Schallplatten. Und da waren zu allen Anlässen entsprechende Musikstücke drauf. Und nun ist es aber so, die Schallplatten, man konnte ja nicht programmieren, Titel so und so, sondern man musste die Nadel auf die entsprechende Stelle legen. Sie haben sich in der Rille geirrt. Jedenfalls, die Stimmung war nun entsprechend angepasst, dem Tod von Leonid Brezhnev. Und dann spielte dann der Plattenspieler nicht den Trauermarsch ab, sondern den fröhlichen Landmann von Schumann. Ja. Es herrschte eine gewisse Irritation unter den Schülern sogar und die Lehrer waren leicht verwirrt. Wir sahen bloß, wie unser Musiklehrer in 7 Meilen Schritten dann Richtung Kabuff eilte, um dann das Ganze abzuwürgen, da, im wahrsten des Wortes. Aber es gab auch einige Leute, die dann das Taschentuch in den Mund stopften, um nicht deutlich werden zu lassen, dass sie doch leichte Lachanfälle hatten. Ja, also ja, daran siehst du ja, wir sagen das nur erstmal dazu, dass die Leute nicht denken, wir haben nur zerrennersche, ja, böse, ja, Wichter, ja, 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 sondern es gab in der Schule auch einiges Heitere, bloß damals nicht von ihm nicht aufgeschrieben. Wir haben nur hier solche Sachen. Karl hatte von seinen Eltern am Weihnachtsabend außer vielen artigen Spielsachen auch eine Menge Honigkuchen, anderen Kuchen, Äpfel und allerlei süße Näschereien bekommen. Die Eltern hatten ihm so viel Verstand zugetraut, dass er diese Esswaren sich aufheben und nach genießen werde. Allein Karl hörte nicht auf zu essen, bis schon am folgenden Tage alles verzehrt war. Kaum hatte er den letzten Bissen gegessen, so fing er schon an, über Kopfschmerzen und große Übelkeit zu klagen. Er wurde krank, blieb es mehrere Wochen, musste viele Arzneien einnehmen und in seinem Bette da liegen, während seine Geschwister mit ihren Spielsachen sich die Zeit auf das Angenehmste vertrieben und in der Schule viel Nützliches lernten. Er soll nachher nie wieder unmäßig gewesen sein. Hier irgendwo hört man auch den Struwwelpeter durch. Ja, obwohl der später erst schien. Ja, 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 ist klar. Da hofft man dann vielleicht. Ja, die rannten scheinbar überall rum. Ja. Und so Heinrich Hoffmann, der Doktor, war in Frankfurt am Main und das für sein Söhnchen schrieben, hatte also reiche Auswahl. Wir wollen auch vielleicht nur bescheiden anmerken, dass er von Beruf Irrenarzt war, aber ein sehr tüchtiger Pädagoge. Und du hast sicher noch
Ja, so, ich ja, hab, wir Hans, haben doch noch hab, Vorräte. Wir haben noch Stoff und Texte. Es gab zu den Zeiten, wie es scheint, auch schon Klassenfahrten. Und es gab schon Gaststätten mit entsprechenden mit entsprechender Ausstattung. Ja, so sag oder doch, so. Sag doch Metropa. Ja, klar. Das wissen viele noch. Das kenne ich auch noch mit Metropa. Jeden Tag mit der Bahn zur Grenze und zurückgefahren damals. Und da saßen wir oft drin. Ja, hier haben wir aber nichts mit der Metropa, die gab es wohl doch noch nicht. Unreinlichkeit und Reinlichkeit oder die verschiedenen Gastwirte. Frau Leonard machte mit ihren Kindern eine Reise zu ihrem Bruder, der 6 Meilen von ihr wohnte. Da sie einige Stunden gefahren waren, stiegen sie in einem Wirtshause auf ein halbes Stündchen aus, um ein wenig zu frühstücken. Schon der Eintritt in dieses Haus war ihnen widrig, so säuisch und unreinlich war es. Und als sie in die Stube traten, da verging allen die Lust zu frühstücken. Es war ein Geruch in der Stube, so dumpfig und widrig, wie bei einer Pfütze, in welcher das Wasser faul geworden ist. Die Fenster so voll Öldampf, dass man nicht imstande war, durch die Glasscheiben zu sehen. Die Wände schwarz und rauchig. An keinem Tisch und Stuhl konnte man greifen, ohne sich zu beschmieren. Und an den Messern und Gabeln, die auf dem Tische lagen, konnte man noch das Brot und die Butter von gestern Abend sehen. Sie warteten draußen, bis der Kutscher, der nur ein Glas Branntwein trank, wiederkam, welches auch nicht lange dauerte. Nun, sagte der Kutscher, das Glas Schnaps hätte ich mir mit Mühe und Not runtergebracht, Aber da ist eine halbe Stunde von hier in dem nächsten Dorfe, wohin wir kommen, ein Gastwirt. Da sollten Sie einmal sehen, wie rein und blank alles bei dem Manne ist. Ja, und alle aßen hier mit Vergnügen in einer schönen, hellen, weißen Stube. Auf blank gescheuerten Tischen, Teller, Messer und Gläser waren glänzend und rein. Und Wirt und Wirtin und Kinder sahen aus, als ob sie sich eben frisch angezogen hätten. Ach, sagten die Kinder, hier ist es viel besser. Hier schmeckt es gut. Reinlichkeit trägt viel zum Genusse des Lebens bei. Der Sonntag ist bei vielen schon darum sehr viel wert, weil es der Tag der Reinlichkeit und dadurch eben des erneuerten, erheiterten Lebensgenusses ist. Unsere Sonntagskleider haben wir damals auch immer anziehen müssen. Ja, das auch wenn sie schon nicht mehr passten. Ja, das ist, was mir hier auffällt, ist, der Kutscher, der war drin und hat einen Schnaps getrunken. Das war etwas bedenklich. Alkohol an den Zügeln, damals war das möglich, ne? Ja, sicher. Ja. Gab es noch keine Verkehrspolizei. Ja. Nein, aber der Schnaps muss da gut gewesen sein. Ja, also der? Das hat er doch offensichtlich gewusst. Die werden zwar in der dreckigen Klabache da sich nicht wohlfühlen, aber der Schnaps ist besonders gut. Schnaps. Die haben den vielleicht selbst gebrannt. Und deswegen war das die ganze Bude so verraucht. Ja, und die Ingredienzien waren dementsprechend. Das kannst du nicht sagen. Das war, weißt doch, das Volkslied ist doch, Schnaps ist gut für die Cholera. Genau. Schnaps ist gut für den Hals. Naja, bitte, da ist doch nichts zu machen. Und ich finde das, trotzdem ist da irgendwas nicht ganz einwandfrei. Weshalb schrieb der die zuerst da in diese komische Butze rein. Tja, das wissen wir heute auch nicht mehr. Herr Renner, hat sich da irgendwas ausgedacht? Ja, das habe ich auch gedacht. Vielleicht hat der Herr Renner das nicht geahnt. Oder er hat es gemacht, damit die alle jetzt aus seinem Schulbuch lernen, sie müssen sich waschen. Wenigstens Sonntag mal. Ja. Die Woche geht ja so hin, aber dann wird es der Tag der Reinlichkeit. Genau. Ja. Sonnabend wurden wir abgebrüht. Ja. Und dann ging das weiter. Ja, ja. Gut, in Ordnung. Ich habe noch eine schöne Sache aus der Vereinigung der ganzen zu bildenden Landbevölkerung. Denn für die war das ja gedacht. Ja, genau. Der Furchtsame. Ein Schornsteinfeger ging spät zurück nach der Stadt.
ihm begegnete Hans, den sein Herr mit Flugeisen nach der Stadt geschickt hatte. Als nun beide an der Ecke eines Busches zusammentrafen, ehrlich gesagt, Ecken des Busches kenne ich auch nicht. Vielleicht meint er einen Waldbusch. Ja, das kann man sagen. Also, als sie nun beide an der Ecke eines Busches zusammentrafen, da erschrak Hans gewaltig, denn er war von seinen unverständigen Eltern wenig zur Schule gehalten worden und hatte daher von der Torheit und Schädlichkeit des Aberglaubens und dass es durchaus und überall keine Gespenster und Hexen gebe, nichts gehört. Er warf die Flugeisen eilig weg, sprang und lief so schnell er konnte über Gräben und Zäune nach Hause. Der Schornsteinfeger, der seiner Furcht spottete, nahm die Flugeisen auf. Das ist sehr anständig. Als Hansens Herr nach den Eisen fragte, waren sie nicht da. Und Hans hatte sich so erhitzt und geängstigt, dass er ein Fieber bekam, woran er beinahe gestorben wäre. Er blieb beständig dabei, er habe ein schwarzes Gespenst gesehen. Nach einiger Zeit schickte des Schornsteinfegers Herr dem Bauer die Flugeisen wieder. Und die Geschichte kam an den Tag. Genau. Und wenn man es genau nimmt, in das Lesebuch. Ja. Und ich weiß nicht, wir haben hier schon den erwähnt, den guten Heinrich Hoffmann. Aber wenn ich jetzt mir so die ausgebildeten Leute ansehen von Herrn Zerrenner, die dann auf dem Lande tätig waren, dann fällt mir immer der Prototyp ein für mich. Für einen in Ehren alt gewordenen Lehrer. Und der ist aber nicht bei Hoffmann, sondern der ist bei Wilhelm Busch. Und da heißt es ja bekanntlich, also lautet der Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Nicht allein das ABC bringt den Menschen in die Höhe. Nicht allein im Schreiben, Lesen übt sich ein vernünftig Wesen. Nicht allein in Rechnungssachen soll der Mensch sich Mühe machen, sondern auch der Weisheit lehren muss man mit Vergnügen hören. Ich weiß ja nicht, wie es dir ging, also wenn ich da gerade mal dabei bin, das hier oben, das habe ich beinahe gar nicht gekannt. Für mich ging die Geschichte immer los, Roms, da geht die Pfeife los. Das ist doch erst das Spannende, das war da nur, na gut. Oh mein Gott. Aber gerade dieses Rechnungssachen und Wesen, das ist ja sehr wichtig, auch damals schon gewesen. Und ich hatte einen strengen Mathematiklehrer, also streng. Ich habe nicht so empfunden, aber andere hatten große Schwierigkeiten damit. Dabei hatte er uns da lauter Hilfen gegeben, Eselsbrücken, wie man sagte. Also inzwischen weiß sogar meine Gattin, wie viel 7 mal 8 ist, und zwar wie aus der Pistole, oder 8 mal 7. Ja, ja, ja. Das hast du mal hören. Das weiß die. Die, ja? Die sagt sogar, wenn wir da vorbeikommen, das ist schon passiert, dann sagt die, dann bringt die ganz allein diese Rechnung. 7 mal 8 hat er uns beigebracht, ist seine Hausnummer. Ach so. Er wohnt in Halberstadt, Kanonenberg 56. Und wenn der jetzt mal ins Kopfrechnen machte, dann war dazwischen immer 8 mal 7, dann musste er auch sofort sagen 56. Weil das ist nachgewiesen die schwierigste Sache, die die Leute oder sagen wir mal die Kinder lernen müssen. Ja, was ist nur 8 mal 7? 8 mal 7 ja. Da kommst du nicht so schnell drauf. Aber wir wussten alle, das war 56. Und wenn wir da vorbeifahren, weiß auch meine Gattin, hier wohnt Rektor Rulf. Nun kann ich dir nur noch sagen, bei diesen Über hat er das also nun wirklich doch im Grunde narrensicher, wie man so sagt, oder um die, naja, idiotensicher, hat er das gemacht, dass jeder von uns das wusste, ja. Aber wir hatten einen, ich weiß auch noch, wie der heißt,
der wahrscheinlich döste oder was weiß ich, war der Größte von uns da in der Klasse. Und 8 mal 7? Und da sagt er 43. Alle erschraken und von Rektor Rulf hat er eine um die Löffel gekriegt, was man auch nicht durfte. Ja, genau. Und darauf hat er geholt und gesagt, das ist aber meine Hausnummer. Also du siehst... Einer gewissen Logik entbehrt ja, nicht. Ja, gar nicht, gar nicht. So, also, nun müssen wir mal sagen, hier haben wir auch noch Lieder drin. Das ist auch gleichzeitig ein Liederbuch, also das von Herrn Zerrenner. Mhm. Und wir haben zum Beispiel so Lieder, die die Schüler jeden Tag singen sollten, ja? Mhm. Also zum Beispiel, wenn die Schule zu Ende war, sollten die Kinder singen, sie eilen, ach so schnell dahin, der Schulzeit schöne Stunden. O heil uns, wenn auch mit Gewinn die heutigen uns verschwunden. Prima, ja? Ja. Und dann kannst du rausgehen und die Erdklöße nehmen und dann aber los. Denn das ist ein bisschen gelogen. Selig, wer mit offenen Sinn nach der Weisheit schätzen strebte. Selig, wer sie mit Gewinn diese Stunden hier durchlebte. Oh, der denkt mit Heiterkeit einst noch seiner Jugendzeit. Ich nehme an, besonders der Mitschüler, der Hausnummer 43 hatte. Der wird sich sehr gefreut haben. Gaudiamus igitur. Ja, aber es steht auch drin, es ist besser, einer sei arm und dabei frisch und gesund, denn reich und ungesund. Gesund und frisch sein ist besser denn Gold und ein gesunder Leib ist besser denn großes Gut. Das ist aber aus der Bibel entnommen. Das hat er nicht gewusst. Aber du hast sicher auch noch was. Ja, ich habe ja auch eine Geschichte über einen wohltätigen Knaben. Da steckt aber der moralische Zeigefinger doch. Ach, der steckt dahinter. Überall ja, drin. Aber hier besonders, finde ich. Ja, machen wir mal. Auf ihren Stab gelehnt schlich in einem harten Winter eine sehr alte Frau zitternd und gebückt von einem Hause zum anderen. Es ging mancher reiche Mann und manche geputzte Frau bei der armen Alten vorüber und bemerkte sie kaum oder sie sahen gleichgültig und verächtlich an. Da kam ein kleiner Knabe, der nur mit einem schlechten Rocke bekleidet war. Er ging zu der Frau hin und drückte ihr schnell und schamrot Geld in die Hand. Ein Fremder hatte gesehen, was der Knabe tat. Er rief ihn zu sich. Der Knabe wandte sein Gesicht ab, welches noch rot war. »Warum siehst du mich denn nicht gerade an, lieber Sohn?« fragte ihn der Fremde. »Ich schäme mich«, antwortete der Knabe. »Du schämst dich? Oh, du hast ja eine sehr gute Tat getan. Was gabst du denn der armen Frau?« »Einen Sechser«, antwortete der Knabe noch verlegener als zuvor und hochrot im Gesicht. »Aber ich hatte doch nicht mehr.« »Edler Knabe«, sagte der Fremde gerührt, »du sollst deinen Sechser wiederbekommen.« Er griff in die Tasche und gab dem Knaben einen halben Gulden. Er dankte sehr verwirrt, als er ihn endlich genommen hatte und rannte dann schnell davon. Mit Freude und Bewunderung sah der Knabe dem guten Kinde nach. Aber wie erstaunte er, als er ihn voller Freude zu eben der armen Frau laufen und ihr den halben Gulden in die Hand drücken sah. Er rief dem Knaben nach, aber dieser hörte nicht darauf, sondern lief so schnell er konnte davon. Was sagt ihr zu diesem Knaben? Ja, was sagt er zu dem Mann? Der hätte doch nun auch zu der Frau hingehen müssen ja. Und ihr noch einen halben Gulden geben, damit die wenigstens einen ganzen hatte. Ja. Aber dazu hat es wieder nicht gereicht. Nee. Aber es ist ja auch Naturgeschichte drin. Ich kann dir mal sagen, falls du die nicht alle kennst, die schleichenden Amphibien sind die Schlangen, unter denen Meere giftig sind. Die Klapperschlange ist 4 bis 5 Fuß lang und hat eine Klapper am Schwanz. Ihr Biss ist tödlich. Die Riesenschlange wird 40 bis 50 Fuß lang und oft so dick wie der stärkste Mann und verschlingt Hirsche und andere Tiere. Die Brillenschlange ist so groß wie die Klapperschlange, wenn man sie trifft.
Die Vipern und Nattern, die es auch in Europa gibt, sind weniger gefährlich. Und der Biss der Blindschleiche ist ganz unschädlich. Ja, musst du erst mal erkennen, wenn die da um die Ecke kommt. Und es ist gerade kein Hirsch da und die geht auf dich zu. Du hast sicher auch noch was, was man unbedingt wissen muss. Ja, weil wir gerade bei den Tieren waren, habe ich gerade mal gesucht. Jedes Tier hat von Natur den Trieb, sich seinen Aufenthaltsort zu suchen. Einige leben auf der Erde wie Hasen, Hirsche und Schweine. Einige auf Bäumen wie die Vögel und viele Raupen und Käfer. Einige im Wasser wie die Fische, einige in der Luft wie die Vögel, einige in der Erde wie die Maulwürfe, einige auf und in anderen lebendigen Schöpfen wie die Läuse und Eingeweidewürmer. Ja, ja, die suchen sich das auch, wo sie schön bequem wohnen. Ja, und also, wer vielleicht was zu tun hat mit Erdkunde oder Geografie, der findet auch in Serenos Lesebuch alles drin, was man wissen muss. Das hört sich natürlich manchmal ein bisschen eigentümlich an. Potsdam ist eine sehr schön gebaute Stadt an der Havel mit 30.000 Einwohnern. 4 Schlössern, unter denen Sanssouci und der neue Palast sich auszeichnen, und dem Grabe Friedrich des Großen. Nicht weit davon ist die Pfaueninsel. Spandau an der Havel und Spree ist eine Festung mit einer Gewehrfabrik und hat 5.000 Einwohner. Brandenburg an der Havel hat 13.000 Einwohner. Charlottenburg an der Spree, eine Meile von Berlin, hat ein Schloss mit einem schönen Garten. In Neuruppin am Ruppiner See ist eine Irrenanstalt. Das war's. Das war jetzt der Bruch. Da musst du staunen. Aber es kommt noch Havelberg an der Havel mit 2.300 Einwohnern, hat bedeutende Schifffahrt. Ja, das kann man, glaube ich, lernen. Und da Havel kommt, als Fluss. Ja, das ist auch ein bisschen einfacher als 7x8 oder solche komplizierten Sachen. Ja, hast du noch was aus irgendeinem Fachgebiet? Ja, ich habe noch Augenblick hier einige Hinweise zum moralischen und ja, das ist Verhalten. Wichtig. Das ist sehr wichtig. Ja, und da sind ein paar Begriffe aufgeführt, die muss man können. Genau. Ja. Zum Beispiel Gewissenhaftigkeit ist die ernstliche Sorgfalt, stets so zu handeln, wie das Gewissen fordert. Ja, das ist natürlich schlecht, wer gewissenlos ist. Ja. Laster ist die dem Menschen eigentümlich gewordene Neigung zum Bösen. Sünde ist jede freie, das heißt ungezwungene Handlung gegen Gottes Gesetze. Reue ist auch wichtig, gleich in Verbindung mit der Sünde. Ja, natürlich. Irgendwie logisch. Reue ist Betrübnis über begangene Fehler. Und Besserung ist die Ablegung des Fehlerhaften und die Annahme des Guten. Ja, das hört sich doch ganz gut an. Ja. Vor allen Dingen in Serenas Lesebuch. Und dann kannst du ja auch noch den Kindern sagen, und zum Morgen lernen wir das alles auswendig. Ja, ja. Und dann wissen sie es ein für alle Mal. Genau. Ich habe noch etwas für... Na, gehört, ich weiß nicht, wozu das überhaupt gehört, aber das ist wichtig. Bei ihm steht drin, sehr nachteilig ist daher die Gewohnheit, immer den Speichelsaft auszuwerfen. Ihn beim Spinnen oder bei anderen Arbeiten zu gebrauchen und stark Tabak zu rauchen. Dies Letztere ist besonders kurz vor dem Essen schädlich. Da habe ich natürlich lange überlegt, was ist denn bei Spinnen, beim Spinnen, weshalb muss man da dauernd spucken? Aber mir ist eingefallen, es gibt ja auch ein Grimmsches Märchen, wo die alte Spinnerin schon fast keine Finger mehr hat, weil die jedes Mal den Faden, den sie da spinnt, schön zwirbeln muss. Ja. Und deshalb geht es am besten mit dem mit der Spucke, ja. Sagen wir es mal so.
Gefallenes Vieh muss binnen 24 Stunden in einer gehörigen Entfernung von menschlichen Wohnplätzen 4 Fuß tief verstarrt werden. Und niemand darf den Tieren, die an der Tollheit oder ansteckenden Seuche gestorben sind, das Fell abziehen, sondern es soll dieses vor der Verscharrung überall eingeschnitten werden. Jeder muss vor seinem Hause auf Reinlichkeit der Straße und Gasse halten. Und es darf niemand Nachtgeschirre auf die Straße gießen, öffentliche Straßen verunreinigen, Mistjauche in dieselbe fließen lassen, Schutt und Steine bei Bauten von der Höhe herabwerfen, das finde ich auch wirklich nicht gut, ohne Warnungszeichen Dächer bedecken. Also du siehst, man konnte in diesem Buch sich fürs ganze Leben wappnen, ja, ja, für alle Gefährnissen. Ja. Und er schreibt auch zum Schluss noch das Wichtigste, das gab es auch, und das war die Prüfung. Genau. Wenn das Jahr zu Ende war, kam der Pfarrer und auch noch vielleicht der Bürgermeister, und jetzt wurden die Schüler geprüft, was sie alles konnten. Und da gab es Lieder, die sie vor der Prüfung sangen, aber wir werden es heute mal belassen mit dem Lied nach der Prüfung, wobei ich sagen muss, es ist immer nur eins. Der hat zur Auswahl, für jedes Schuljahr kannst du im Grunde noch ein Liedchen lernen. Also jetzt kommt das Lied, wenn die Prüfung zu Ende ist. Ja, also alle Fächer sind vorhanden, ja? Also auch Musik. Ja. Ja, und steht auch immer gleich, das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Steht auch immer gleich dabei, nach welcher Melodie. Und das, ja, sind natürlich meistens Kirchenlieder. Genau, hier beim Schluss einer öffentlichen Schulprüfung. Melodie, nun danket alle Gott. Ich will es mal versuchen, ja, wenigstens die erste Strophe. Froh steigt jetzt unser Dank aus kindlichem Gemüte. Zu dir wir preisen laut Gott deine Vatergüte. Du liest den Prüfungstag uns froh vorübergehen und bei der Rechenschaft den Fleißigen bestehen. Na prima. Hat ja aber immer mehrere Strophen, nicht ja, dass ich jetzt denke, damit war das erledigt. Ich beschränke mich auf eine Strophe. Ja, das hier reicht ja auch vollkommen hin. Und ich weiß nicht, ob die Schüler das wirklich alle auswendig gelernt haben oder ob das hier eine Idee war von dem guten Mann, den wir Ihnen versucht haben heute, wenigstens mit seinem beliebtesten und verbreitetsten Werk vorzustellen. Das ist der neue deutsche Kinderfreund-Lesebuch für Volksschulen von Karl Zerrenner aus Beyendorf. Und das war im ganzen mitteldeutschen Raum und darüber hinaus ein Renner. Ein Renner, ja, prima, Zerrenner, also das war ein Renner. Und ich habe auch gelesen, der wurde auch von den Auswanderern um 1835, 40, 50, da war er überall gebrauchbar, bis nach Amerika, Nord- wie Südamerika, mitgeschleppt. Denn hieraus konnten sie alles lernen, was man in Deutschen eigentlich sagen konnte. Die Amerikaner haben es nötig. Ja, und wie. Und vielleicht benutzen die das heute noch. Denn es ist ja manches wichtig. Also ich habe es oft benutzt. Ich weiß, weißt du zum Beispiel, mit welcher Münze man in Hannover bezahlen muss? Also jetzt nicht so eine mit Westgeld. Das zählt nicht. Mit dem Yorkstaler oder wie? Nein, mit einem Reichstaler zu 36 Mariengroschen und jeder Mariengroschen zu 8 Pfennig nach Leipziger Fuß oder in Gold als Valuta. Das konnte man alles früher aus einem einzigen Buch lernen. Na gut, heute haben sie alle so einen kleinen Kasten und dann ja, machen sie es auch. Ja. Wir wünschen Ihnen, dass Sie auch noch eine alte Fibel haben und da mal drin lesen. Die sind nämlich wirklich wertvoll. Und nebenbei muss man sagen, die sind auch im antiquarischen Buchhandel sehr teuer. Denn wer hat noch seine Fibel? Ja.
Also ich habe keine. Ich hätte sie auch gerne mal wieder gehabt, aber mir hat ein Buchhändler gesagt, ihre können wir nicht besorgen. Die ist vor 45 und 45 wurden die alle in den Ofen geschickt. Ja, ja. Aber ich sage jetzt nicht warum, ich nehme an, weil sie auch so dreckig waren. Ja, auf Wiedersehen.